Wir sind Vivi und Arno und gemeinsam bereisen wir seit Oktober 2022 die Welt. In diesem Video seht ihr unsere Packliste und was wir auf unserer Weltreise dabei haben. Hey Leute! Ja, wir sind ja jetzt schon mittlerweile seit 6 Monaten unterwegs und haben in der Zeit einiges an Sachen aussortiert. Und ja, wir würden sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall für uns eine ultimative Packliste haben. Und ja, wir zeigen euch heute, was wir alles dabei haben. Wir blenden auch hier irgendwo Dauerwerbesendung ein, dass ihr euch nicht wundert. Wir werden nicht dafür bezahlt. Genau, noch nicht. Das Herzstück unserer Reise sind unsere Rucksäcke. Tada! Wir haben beide die Tatonka Yukon in 60+10. Ich in der Damenversion und Arne in der Herrenversion. Genau. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit den Rucksäcken. Da passt auf jeden Fall sehr viel rein. Was wir sehr, sehr lieben, ist, dass man den Rucksack auch in der Mitte aufmachen kann, nicht nur vorne. Und ja, also wir haben da auf jeden Fall nichts zu meckern und wie gesagt sehr zufrieden. Wenn ihr euch auch für Tatonkas entscheidet, bekommt ihr auch einen Regenschutz mit dazu, was sehr praktisch ist, weil man den dann nicht extra dazu kaufen muss. Genau, den haben wir auch schon das eine oder andere Mal schon benutzt. Ebenfalls haben wir beide jeweils einen Handgepäck-Rucksack dabei. Ich habe den Godbag dabei und ja, der Rucksack ist auf jeden Fall, wie ich immer sage, quadratisch praktisch gut. Da habe ich hauptsächlich unsere Technik drin und ja, der Rucksack ist sehr robust, ist wasserdicht und ja, bin auf jeden Fall sehr happy mit dem. Ich habe einen Fjallraven Rucksack, den habe ich mir aber auch jetzt erst in Kuala Lumpur zugelegt. Ich bin mit einem Deutscher aus Deutschland losgereist, aber leider ist der Deutscher zu klein für die Ansprüche, die wir haben. Den haben wir aber nicht weggetan, den haben Leo und Michi netterweise mit nach Hause genommen. Ich habe in meinem Handgepäcksrucksack hauptsächlich unsere Dokumente mit dabei. Ich habe die Snacks mit da drin, ich habe unsere Trinkflaschen mit da drin. Genau, und auch noch ein Grund, warum ich einen anderen Handgepäcksrucksack haben wollte, ist der, dass ich gerne Arno ein bisschen was abnehmen wollte, weil sein Handgepäcksrucksack schon sehr schwer war. Fast platzt. Aber wie gesagt, quadratisch praktisch gut und robust. Auch mit sehr wichtig für unsere Weltreise sind unsere Dokumente. Die haben wir hier in so einer praktischen Tasche verstaut. Dazu werden wir aber noch ein extra Video drehen, deswegen gehen wir da jetzt nicht ganz genau drauf ein. Genau, wir wollen nämlich noch gerne ein Video drehen über die Vorbereitungen für eine Weltreise und da gehen wir auch auf jeden Fall auf die Dokumente ein und das werdet ihr dann in dem Video sehen. Unsere nächste Kategorie ist die Kategorie Gadgets und was wir dabei haben, zeigen wir euch jetzt im Schnelldurchlauf. Wir haben Blaufilterbrillen dabei. Sind zum Arbeiten einfach sehr praktisch, wenn man länger vor einem Bildschirm sitzt. Wir haben Sonnencreme dabei, 30er und 50er, damit wir uns nicht ständig verbrennen. Wir haben Zipperbeutel dabei, super praktisch, um alles Mögliche darin zu verstauen. Eine Reisewäscheleine. 2 Zahlenschlösser. Packwürfel für unsere Kleidung. Eine kleine Wärmeflasche. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Ein paar Karabiner, die wir überall dran haben. Eine Bauchtasche. Und eine Umhängetasche. Ein paar Stifte. 2 kleine Einkaufstaschen. Und ein Jutebeutel. 2 große Mikrofaserhandtücher. Ein Wäschesack. 2 faltbare Trinkbecher. 2 faltbare Schüsseln. Nackenkissen. Ein kleines Nähset. Ein Wasserfilter. E-Books. Kopfhörer. Oropax. Ein Messer. Sonnenbrillen. Reisebesteck. Schlafmasken. Musikbox. Isolierte Trinkflaschen. Stirnlampen. Ein kleiner Rucksack für kleine Ausflüge. Schlauchschal. Ein Drybag. Packsafe. Eine Kofferwaage. Eine Powerbank.
wiederverwendbare Strohhelme und Stäbchen. Ein Gürtel. Und zuletzt ein Kartenspiel. Kommen wir zur Kategorie unsere Reiseapotheke. In unserer Reiseapotheke befinden sich die Basics. Etwas gegen Durchfall, gegen Erbrechen, Elektrolyte. Wir blenden es euch ganz genau mit ein. Wir hatten am Anfang viel zu viel mit dabei, aber denkt bitte daran, es gibt überall Apotheken, wo ihr alles kaufen könnt. Was wir aber auch noch mit dabei haben, ist ein kleines Täschchen mit ein paar Pflastern, ein paar Kompressen. Einfach, falls man sich verletzt hat, damit man es selber behandeln kann. Im Notfall geht man sowieso zum Krankenhaus. Kommen wir nun zu unserer vorletzten Kategorie, und zwar Hygiene. Wir beide haben Hygienebeutel dabei, in dem sich unsere ganzen Hygieneartikel befinden. Ja, und was wir dabei haben, zeigen wir euch mal im kleinen Schnelldurchlauf. Okay. Zahnbürsten mit einem Bürstenschutz. Gesichtscreme und Sonnencreme. Rasierer. Deo. Zahnseide. Ich habe für meinen Rasierer noch einen Aufsatz, um mir die Füße schön zu machen. Parfüm. Verschiedene Haarklammern. Festes Shampoo und feste Körperseife. Haaröl. Eine Haarkur. Und ein Trockenshampoo. Haargel. Eine Lippenpflege. Bodylotion. Gesichtswaschgel. Und wiederverwendbare Wattepads. Nagelschere und Pinzette. Verschiedene Haargummis. Zahnpasta. Und zu guter Letzt, mein allerbester Freund, Papa wird jetzt lachen, meine Haarbürste. Kommen wir jetzt nun zu unserem allerletzten Punkt, und zwar unsere persönlichen Dinge. Wir haben natürlich ein paar Dinge dabei, die nicht für jeden wichtig sind, aber für uns wichtig waren, die wir hier auf jeden Fall euch erzählen wollten. Die seht ihr jetzt. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Waschmittel zum Selberwaschen. Kleiner Gamechanger, Armsleeves beim Rollerfahren gegen Sonnenbrand. Zum Glück noch nie benutzt, eine Notfallpfeife. Fitnessbänder zum Trainieren. Unsere Tauchcomputer. Eine Yogamatte mit Schutztasche. Turnringe zum Trainieren. Mein Schminktäschchen. Haferflocken, die wir immer dabei haben. Zum Schluss des Videos haben wir noch einen ganz wichtigen Tipp für euch. Weniger ist mehr. Definitiv. Denkt daran, nicht zu viel Zeug mitzunehmen. Ihr findet überall auf der Welt alles. Und es ist auch schön, unterwegs zu sein und sich das ein oder andere coole Kleidungsstück oder was auch immer mitzunehmen. Wenn man aber schon so viele Sachen dabei hat, ist es natürlich blöd, wenn man dann noch mehr mit sich rumschleppt. Ja, genau. Ja, und ansonsten hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Teil unserer Reise werdet. Und bleibt. Und bleibt, genau. Und ansonsten würden wir sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.
Okay. Okay. Das Herz. Danke. Okay. Das schmeckt ja. Eine. Eine! Eine! Ein paar Karabiner. Und dann sind wir weg.